Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr LED-Panels bauen könnt, welche zu 100% aus dem 3D-Drucker kommen. Ihr braucht dafür keine Plexiglasplatten, wir drucken die Frontplatte direkt am 3D-Drucker. Das LED-Panel besteht aus drei Teilen. Hier der Grundkörper mit 194 mm Breite, dem Klemmring. Dieser ist dazu da, die Scheibe auf seinem Platz zu halten und zu arretieren. Und natürlich unsere Frontplatte, welche eine Dicke von 1 mm hat und im weißen Filament gedruckt wird. Das von mir verwendete Filament findet ihr in der Videobeschreibung. Alle Bauteile wurden auf einen Anycubic Viper ausgedruckt. Die LED-Panels können von allen Seiten verschraubt werden, so seid ihr flexibel in der Anordnung. Wie erwähnt, werden die LED-Panels einfach verschraubt. In diesem Fall hatte ich noch Zylinderkopfschrauben verwendet. Ich empfehle euch aber dringend, Senkkopfschrauben zu verwenden, da ihr eventuell sonst Schattenbildung auf der Front habt. Für die Beleuchtung habe ich zwei LED-Streifen getestet. Das wären einmal die hier, die etwas günstige Variante, und die Gobi LED-Stripes. Die sind etwas teurer, dafür können diese auch mit einer App gesteuert werden. Hier können zum Beispiel Sequenzen eingestellt werden über die App oder die Farbe. Das werde ich später auch noch mal kurz zeigen. Von der Helligkeit her nehmen sich beide nichts, sie sind beide ungefähr gleich hell. Der Unterschied besteht allerdings in der Dichtheit der LEDs. Das bedeutet, ich zeige das mal hier, das hier sind die Gobi, das hier ist die günstige Variante. Und wir sehen schon hier, dass die LED-Dichte bei den Gobis doppelt so hoch ist wie bei den günstigen. Das heißt, wir haben hier auf diesem Bereich hier 4 LEDs und in diesem Bereich dann nur 2. Dementsprechend schlechter werden die Panels natürlich auch ausgeleuchtet mit der billigen Variante. Also ich würde euch die Gobi empfehlen. Ich verlinke euch beide LED-Streifen in der Videobeschreibung. Genau. Wenn euch die LED-Ketten zu langsam, könnt ihr diese ganz einfach hier an diesen Verbindungsstücken abzwicken oder natürlich auch verlängern. Ganz wichtig ist, dass ihr aufpasst, hier haben wir die Datenrichtung, Data Out, Data In, das ist der Datenfluss und diese Segmente dürft ihr natürlich nicht falsch rum zusammenlöten. Das gleiche natürlich auch mit der günstigen Variante, das ist genau das gleiche, aber man könnte sie genauso hier trennen oder eben wieder verlöten. Beim Löten dieser Streifen gebt nicht zu viel Temperatur drauf. Mir ist es passiert, dass ich diese Streifen bzw. diese Lötpads durch zu viel Temperatur gelöst haben und dann könnt ihr diese LED-Streifen nicht mehr verwenden.
Jetzt möchte ich euch noch die Goofy App zeigen und außerdem noch ein paar LED-Sequenzen, die ich richtig gut fand. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mal den Kanal, gebt mal den Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.